Mein Name ist Wilfried Krümker. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Krümker Medizintechnik hier in Bückeburg. Mensch, ist das ein schönes Wetter heute. Mein erlernter Beruf ist Maschinenbauer. Also die Technik hat mich von jeher interessiert. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, zur Instandsetzung von Hubschraubern. Mein Onkel war in der Medizintechnik tätig und die hatten große Probleme, einen Gelenkarm zur Fixierung von Beatmungsschläuchen zu kriegen. Er wusste, dass ich so ein Tüftler bin und hat mich dann angesprochen, Wilfried, wie sieht's aus, kannst du da nicht mal ganz fix was machen? Ja gut, und dann hatten wir innerhalb von 2-3 Monaten da auch was auf die Beine gestellt. Vom Hubschrauber abgeleitet und dann weiter entwickelt. Wenn man die Maschine jetzt aufmachen würde, insgesamt am Heckrotor, was da für Gelenke sitzen, was da für Steuerungselemente sitzen, also da konnte man manches von gebrauchen. Der Gelenkarm wurde von mir alleine hier entwickelt, im Keller vor ca. 37, 38 Jahren. Ich war schon riesenglücklich, wie ich den ersten Auftrag mal kriegte. Da hatte ich eigentlich schon das Gefühl, da kann was draus werden, aber richtig. Ich kriegte Anfragen, über Gelenkarme, über Trolleys, können Sie das noch machen? Können Sie Halterungssysteme anderer Art noch machen und so weiter. Und da habe ich gemerkt, das ist der Durchbruch. Mittlerweile sind wir bekannt, auch weltweit. Also wir haben über 850 Produkte hier. Die Volksbank Schaumburg, die waren eigentlich davon überzeugt, dass ich damit weiterkomme. Und haben mir dann natürlich auch Kredite gewährt. Ein Haus habe ich mir dann hier gekauft, eine Werkstatt angebaut, dann die erste Halle hier finanziert. Ich habe schon mit 53, 54 mir Gedanken gemacht über die Nachfolgeregelung. Wir haben hier 40 Mitarbeiter und die haben ihre Familien und da hat man irgendwo eine innere Verpflichtung. Mir geht das jedenfalls so, zu sagen, ja, die müssen ja ihren Arbeitsplatz hier behalten. Als die Nachfolgeregelung hier anstand und Herr Schorling von der Volksbank Schaumburg hörte, dass ich hier verkaufen will, wurde er natürlich unheimlich hellhörig und sagte dann, Moment, die Firma Krümker muss hier an dem Standort Bückeburg bleiben. Die Volksbank hat mich an die VRR Equity Partner vermittelt und somit ging das seinen Gang. Wir haben heute mit dem VR Equity Partner einen langfristigen Partner. Ja, also nicht wie die Heuschrecken, wie man so schön sagt, kauf das Know-how raus und dann weg. Ich bin hier geboren und mir macht das einfach Spaß, auch hier was für diesen Ort zu tun. Ich bin hier im Bezirksligaverein VfR Evesen, erster Vorsitzender seit 10 Jahren. Die Jungs sind ein bisschen nervös. Ja gut, das kennen wir ja, ne? Und das sind interessante Aufgaben, um die Kinder wirklich vom Computer, vom Fernsehen, von der Straße zu kriegen. Und das macht Spaß. Wenn ich hier aussteige, ne? Ich habe da eine Neuentwicklung gemacht schon wieder.